der Stammeskompass. In diesem Video wollen wir euch erklären, was der Stammeskompass ist, wofür ihr ihn benutzen könnt und welche Vorteile er euch bringt. In der Regel geht es den Stämmen gut. Ihr trefft euch regelmäßig, macht tolle Fahrten und Gruppenstunden und habt vor allem gemeinsam viel Spaß. Das ist super. Trotzdem kann es manchmal zu Meinungsverschiedenheiten kommen, denn oft haben viele verschiedene Menschen auch unterschiedliche Vorstellungen von dem, was am besten für den Stamm ist. In beiden Fällen ist der Stammeskompass eine 1A-Möglichkeit, euren Stamm weiter nach vorne zu bringen. Aber was ist überhaupt der Stammeskompass? Das erklären wir euch jetzt. Den Stammeskompass gibt es als Grundform mit sogenannten Knackfragen bereits seit ca. 20 Jahren im BDP. Mit den Jahren hat der Arbeitskreis Stämme und Wachstum und auch der Landesverband RPS diese Knackfragen weiterentwickelt und ein ganzes Set an Methoden und Wissen gesammelt, um euch Stämmen zu nützen. Die Stämme sollen dabei auf einen geraden Pfad gebracht werden, sodass alle gut arbeiten können. Dafür trifft sich der Stammesrat an einem Wochenende. Am Samstag kommen externe ModeratorInnen, die für den Stammeskompass geschult worden sind, dazu und führen diesen mit euch durch. Die Ziele sind vielfältig. Es geht darum, den Gesamtzustand des Stammes zu analysieren, Handlungsbedarfe festzustellen, dabei Ziele zu definieren und Lösungsstrategien zu entwickeln. Auch Personalfragen wie, wer wird die nächste Stammesführung, können und sollten besprochen werden. Aber auch Konflikte und Meinungsverschiedenheiten sollen im Rahmen des Stammeskompass auf den Tisch kommen und geklärt werden. Dafür werden die Moderierenden extra geschult. Ausgangspunkt des Stammeskompasses ist das Leitbild des gesunden Stammes. Natürlich sind alle Stämme unterschiedlich, aber als Gemeinsamkeit vereint uns zum Beispiel die pädagogische Konzeption und die Idee des Pfadfindens. Gesunde Stämme sind jene, die eine aktive Stammesarbeit haben. Aber was macht einen gesunden Stamm überhaupt aus? Ein gesunder Stamm hat eine ausreichende Größe. Das heißt, es gibt genügend Kinder in der Wölflings-, PfadfinderInnen- und RR-Stufe. Auch der Stammesrat funktioniert gut und arbeitet effektiv miteinander. Die Gruppenleitungen sind motiviert, zuverlässig und kompetent, zum Beispiel durch Weiterbildung im Landesverband. Das Programm ist an die verschiedenen Altersstufen angepasst, abwechslungsreich und abenteuerlich. Für einen gesunden Stamm sind auch ausreichende Ressourcen wichtig. Dazu gehören unter anderem Zeltmaterial, aber auch Know-how, zum Beispiel von Älteren, eine finanzielle Rücklage für Notfälle und unvorhergesehene Kosten. Genauso wichtig sind eine gute Vernetzung und eine positive Außenwahrnehmung, zum Beispiel zu lokalen PolitikerInnen, aber auch zu anderen Stämmen und Einrichtungen für junge Menschen in der Umgebung. Die Frage ist natürlich, wie erreichen wir das? Der Stammeskompass bietet die Möglichkeit, gemeinsam den eigenen Stamm strukturiert und unterstützt zu analysieren und Herausforderungen ebenso wie Stärken auszumachen und sich mit ihnen weiterzuentwickeln. Das alles passiert in 4 Phasen. In der ersten wird analysiert. In der zweiten werden Konsequenzen gezogen und Ziele gesetzt. In der dritten werden Maßnahmen entwickelt, um die Ziele zu realisieren. Und in der letzten und vierten Phase wird ein Blick auf die konkrete Personalplanung geworfen. Für die erste Phase, analysieren, stecken folgende Fragen den Rahmen. Wie läuft es im Stamm? Was sind die Stärken und die Schwächen? Und gibt es akuten Handlungsbedarf? In der daran anschließenden zweiten Phase, Konsequenzen ziehen und Ziele setzen, wird sich vor allem mit der Frage beschäftigt, wie die Schwächen mithilfe der Stärken überwunden werden können. Anhand dieser Überlegung werden dann Ziele für den Stamm entwickelt. Dann wird in der Phase Maßnahmen entwickeln überlegt, wie die Ziele erreicht werden können und was konkret dafür getan werden muss. Dabei wird unter anderem mit der Methode der smarten Ziele gearbeitet. In der vierten Phase, Personalplan, wird geschaut, welche Menschen im Stamm sind und wer welche Posten übernehmen will und auch in Zukunft könnte. Fragen dabei sind zum Beispiel, wer übernimmt die nächste Stammesführung, wer die neue Sippe und wer kümmert sich in 2 Jahren um das Zeltmaterial. Dem Stammeskompass werden verschiedene Erfolgsfaktoren zugeschrieben. Er hilft euch dabei, euren Stamm zu verbessern, indem alle entscheidungstragenden Personen mit an Bord sind.
durch die klare Struktur des Stammeskompass können aus negativen Realitäten positive Visionen geschaffen werden, die leicht und trotzdem effizient umgesetzt werden können. Das motiviert ungemein. Wichtig ist auch die Rolle der ModeratorInnen. Denn keine Sorge, das sind keine Kontrollettis vom Landesverband, die ihre Nase in euren Stamm reinstecken wollen. Vielmehr sind sie Unterstützende, die zum einen viele eigene Erfahrungen mitbringen und dadurch, dass sie eben nicht aus eurem Stamm sind, mit einer gewissen Distanz und auch Ruhe euch im Prozess unterstützen können. So können sie neue Perspektiven auf alte Probleme mitbringen und fördern ein wertschätzendes und konstruktives Miteinander. In einer Schulung extra für ModeratorInnen haben sie gelernt, eine Struktur zu schaffen, in der ihr eure Themen gut bearbeiten könnt. Im Rahmen des Projektes Endlich wieder raus bekommt ihr durch die Stiftung Pfadfinden finanzielle Unterstützung. Schaut dafür einfach auf der MeinBDP-Seite im Endlich wieder raus-Bereich vorbei. Mehr Infos und Erfahrungsberichte zum Stammeskompass gibt es im BDP-Wachstumspodcast Butter bei die Fische. Wenn ihr Interesse an einem Stammeskompass habt, meldet euch einfach bei eurem Landesverband und vereinbart einen Termin. Wir freuen uns auf euch!